Wir sind Trading-Plattform. Was für ein Ding? Trading-Plattform. Sie können hier mit Rohstoffen handeln oder auch mit Aktien, Währungen, Aha. ein Broker sozusagen. Aha. Haben Sie schon Erfahrung gesammelt? Nee, nee, gar nicht. Okay, haben Sie denn noch Interesse? War jetzt Komm. auch mit dem Krieg, ne? Ich glaube, Ihnen ist ja auch bekannt, die Rohstoffsituation, die Preise, die daraus entstehen. Ja, Holz und Öl und so, ich weiß. Genau, Holz sogar, ne? Da sind Ja, Sie schon ja. einen Schritt weiter. Ich wollte ein Carport Super. bauen, Alter. Kannst du voll vergessen. Sie Haha. wollen was? Ich wollte Carport bauen. Kannst du voll vergessen. Nein. Kannst du fast dein Ja. Haus bauen von. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist viel Holz. Ist krank, Mann. Unglaublich. Ja Okay, und was? was läuft da bei euch? Wir sind eine Handelsplattform. Das bedeutet sozusagen reguliertes Unternehmen, ne, mit Lizenz. Sie haben hier die Möglichkeit, mit Rohstoffen zu handeln. Was Das heißt, Sie für. investieren auf den Rohstoff und profitieren durch die Kursbewegung. Ne? Was heißt das? Sagen wir mal, Öl kostet heute, ne, der Liter 1,50 € und morgen sind es 1,56 €. Ne? Dann ist das gestiegen. Ja, Weil ich das dann ist auch logisch, investiert Mann. habe. Bin ja nicht Genau, dumm, Mann. das machen wir. Ja, sehr simpel dann, verstehen Sie doch. Ja, Ne? Das verstehe heißt, ich. Sie suchen sich eine Anlage aus, die Ihnen passt, wo Sie auch am besten das Gefühl haben, wo Sie wissen, wenn der richtige Zeitpunkt ist. Ne? Und bei Öl und Gas, ne, sieht man ja überall, man tankt ja jeden Tag. Ach Ne? ja, Da spürt aber man es. richtig. Genau, und da haben wir uns halt gedacht, ne, vielen haben Sie halt hier eine Möglichkeit, nicht immer nur Geld reinzustecken, auch ein bisschen Geld daraus rauszuholen. Ja, wie Können auch viel in denn? Aktien investieren. Sie können hiermit anfangen mit 250 € Nee, auf Ihr wie viel ich Handelskonto. verdiene, Mann? Ja, kommt drauf an, ne? Worauf? Auf den Preis vom Öl und dann vom Holz oder welchen Rohstoff Sie sich aussuchen. Und wenn Sie ja, ich glaube, Sie kennen ja die Nachrichten, ne? Die reden von Embargos und diese Dinge, Ja, geht ne? Und gar das nicht wäre natürlich. sowas. Genau, ne, gibt es super krassen Ölpreis dann und Gaspreise und Das andere, ne, ist voll zum Getreidepreise, alles. Heulen, Alter. Ist unglaublich, ne, die schaden sich selber am Ende des Na Tages. klar. Aber suchen Sie, ne, deswegen muss man auf sich selber achten und, ne, weil was die Regierung und so machen, wissen Sie ja selber, da steht man ja nicht immer hinter. Nein, Ne, natürlich aber, nicht. Ich meine genau, mal ohne aber, Scheiß, die beleidigt. Huch, was war das denn? ja, was? Was war dieses Sagen Rauschen? Sie. Hey, Ja, ist ein Ball. hör auf ins Mikrofon zu atmen, Mann. Ist besser so. Nimm das Ding aus dem Mund, dann funktioniert das Habe auch. ich doch, denkst du, ich nehme Mikro in den Mund oder was? Ja, Habe ich klar. nicht am Mund. Vielleicht Ist schmeckt besser das so. gut. Ja, ist besser. Okay, dann sag, was meintest du? Hab ich vergessen, hab mich so erschrocken. Okay. Haha! Du meintest, glaube ich, wegen Regierung oder irgend sowas, wolltest du sagen? Ja, Regierung ist scheiße. Genau. Deswegen achte auf dich selber und investiere dein Geld richtig in Dinge, die du kennst. Nicht Ja, irgendwas Fremdes. ich kenne keine Aktien. Ich kenne das nicht. Ja, aber du kennst Rohstoffe, du kennst Öl und Gas. Ja, klar. Das ist auch ist eine Anlage, kannst du genauso mit handeln. Ist gute Anlage? Ja, zurzeit ist das mit am besten. Ich meine, die Wege, ne, ich denke immer, am besten ist das, was man kennt, wo man ein Gefühl für hat. Einen Tesla bin ich noch nie gefahren. Was weiß ich, ob Tesla eine gute Finanzinvestment ist? Ne, ich hab keine Ahnung von Kryptowährungen. Woher weiß ich, wann der Bitcoin gerade gut oder schlecht ist? Ne, Aber Bitcoin bei ist Öl echt und Gas. scheiße. Genau, und hat man keine Ahnung von. Was Aber bei mit. Öl und Gas wissen Sie selber. Bratan, hör mal, Kennt man. was ist mit Gold? Auch, haben wir auch. Ja, wie viel? Ja, wir wissen so viel wie Sie möchten. Wie viel Geld haben Sie denn? Da kommt drauf Angebot an. Gut, kommt immer auf den aktuellen Goldpreis drauf an. Ne? Wir halten uns an die aktuellen Marktpreise, aber Sie haben halt Möglichkeit, gut zu profitieren durch die Bewegung. Weil gerade so viel Bewegung ist. Ne? Die Kurse bewegen sich die ganze Zeit. Also Ne? Glücks ist nur wie Glücksspiel oder was? Nein, ein Glücksspiel wäre ja der Zufall. Aber der Ölpreis, das hat ja nichts mit dem Zufall zu tun. Ne? Das hat ja was mit Handlungen zu tun von Staaten, von Unternehmen, von, ne, ob es viel Öl gibt oder wenig. Putin und Deswegen ist so. es. Ja, genau, und auch noch, ne, ob die kaufen wollen oder nicht, ob sie einen Rubel kaufen wollen oder nicht. Ja klar. Unterschiedlichste Dinge. Habt ihr auch Rubel? Also hör mal auf, Wie ins meinen Sie Rubel? Mikrofon zu pusten. Was ist da Ich los? puste doch nicht ins Mikro, das ist Doch, ein dauernd. Mikro. Dann ist das sehr, ich habe vielleicht ein sehr sensibles Mikro. Von Euroshop Und oder deshalb. was?
Nein, nein, das hat 100 Euro gekostet, 150 sogar. Ja, da würde ich die aber fett verklagen, Alter. Hast du einen Anwalt? Ha? Kannst du mir einen Anwalt nennen, der... Mach mal den Fernseher im Hintergrund aus, ich verstehe dich nicht. Den kann ich nicht ausmachen, aber so, jetzt ist besser, oder? Es ist genauso wie vorher, Alter. So? Das ist der lustigste Anruf, den ich seit Wochen bekommen habe. Ich habe das Mikro schon sehr weit weg. Ich weiß nicht, wie ich es weiter wegmachen soll. Mach das zu meinen Nachbarn halten. Ja, mach das Gerät aus deinem Hintergrund. Ist doch kein Disco hier, oder was? Ja doch, wir sind aber Sales Floor. Was seid ihr für ein Ding? Sales Floor. Was ist das? Poker, haben Sie schon mal gehört? Boiling Room. Haben Sie noch nie Rose of Wall Street gesehen? Oder so andere Sachen in den Nachrichten, wo die so Finanzmarkt zeigen. Nee. Da sind alle am Telefon und so im vollen Raum. Ja, und da muss man Schallschutzwände machen und gute Headset, nicht von Euroshop. Da muss man nicht so scheiß Musik machen. Ey, Kollege. Ich din nach, du brauchst Geld, oder? Weil du bist ein bisschen gereizt. Ne, du brauchst scheinbar auch Geld, Blät, wenn man so einen elenden Job machen muss, ha? Was für elende Job? Ja, Leute am Telefon abzocken da. Aber ist ja keine Abzocke, das ist ein Unterschied. Abzocke gibt's auch, aber das ist nicht das, was wir machen. Ach so, wie heißt denn deine Firma, Blät? AFX. AFX. Und ja, weiter? Trader. AFX Trader. Genau, Blät. Ja, Blät. Und hab weiter? Was habe ich AFX offen? Die Hose? Komm. Nein, die Homepage. Zusammengeschrieben oder was? Ja, ja, AFX Trader. AFXTrader.com. Siehst du immer eine Hose aus vor anderen Männern oder Frauen, fragst gerade wegen Hose? Ja klar, so 50 Euro. Trinke alles, zahle gut. Nein, Bruder, was bist du denn für ein Russe? Ich hab das möglich, gell? Ich hab nicht gesagt, dass ich ein Russe bin oder was. Ich bin Kasache vor dem Falken. Kasache? Ah, ja, ja. Okay. Magst du keine Männer oder was? Du hast auch so einen Unterton in der Stimme. Ja, doch, ich liebe Männer. Ja? Wie viele? Ja, ja. Tausende. Bist du denn Geld haben? Bist du denn schon 18? Geld, dann liebe ich dich auch. Oh, du bist ein Golddigger, Blät. Golddigger? Ist so. Genau, genau wie Kanye West. Da hast du Griechen erkannt. Genau. Oh, aber Mann. Hey, hast du auch gerade eben nach Gold gefragt. Dann lass mal ein bisschen graben. Ja, lass mal ein bisschen graben. Wie groß bist du, wie schwer? ASL, Digga. Ich bin 1,80 und wiege 79 Kilo, glaube ich, zurzeit. Ah, dann müssen wir aber dich noch ein bisschen füttern, Alter, dass du nicht den Hungertod stirbst, Alter. Ich bin fett. Nein, ich habe gesagt, du musst ein bisschen mehr essen, Mann. Du bist viel zu dünn für dein Gewicht. Was? Nein. Natürlich. Okay so. Nein, Mann, das ist nicht gesund. Das sagst du? Ja, natürlich. Wie wiegst du? Oh, ich bin 1,90, wiege 85. Bist du auch ein bisschen drunter? Du musst auch ein bisschen mehr essen. Na, ich muss ja fit bleiben, verstehst du? Ja, ich doch auch. Weißt du, ich habe jetzt vor ein halbes Jahr habe ich auf Vegetarik umgestellt, verstehst du? Ist nicht einfach. Ach echt? Ja, klar. Warum? Fleisch ist so teuer geworden. Ach, erzähl mir doch keinen. Dass ich Fleisch leisten können. Natürlich kann ich mir Fleisch leisten, Blöd. Sicher kannst du das. Und noch sonst so? Ja, hast du die Internetseite jetzt mal aufgemacht? Ja, habe ich aufgemacht. Ist alles auf Englisch, kann ich nicht. Okay, was sprichst du denn noch? Ich spreche Hindu und Hebräisch. Schwedisch. Was will ich mit Schwedisch, verdammt? Ich weiß nicht, da hinten klingelt dein Telefon, falls du es nicht hörst. Genau. Doch, ich hab's gehört. Ist das ein Telefon-Telefon oder ein Telefon im Fernseher? Nein, das ist Telefon-Telefon. Wenn du die Nummer zurückrufst, kannst du gleich mal machen, dann klingelt sie auch. Lass mal gucken, was hast du denn da für ein lustiges Nummer? 44er Vorwahl, wo kommst du denn her? Wo ich herkomme? Was ja. Kommst du? Was ist für... Was weiß ich, bin du hier nicht beim Rufen und Nummern-Bingo oder was? Schade. Es wird langweilig, erzähl was Interessantes. Ja, log dich ein auf unsere Internetseite. Wie soll ich mich da einloggen, wenn ich da kein Konto habe? Oben auf Sign-In, klick mal. Ja, aber Sign-In kann ich nur machen, wenn ich Login habe. Verstehst du das? Ja, dann mach erstmal Sign-In. Ich glaube, ich kann deine Arbeit übernehmen. Du hast überhaupt keine Ahnung, was du machst. Doch, natürlich. Klick mal oben rechts. Gib mir mal deinen Chef, Blät. Der spricht aber kein Deutsch. Was spricht der? Englisch. Ja, gib her. Ist kein Problem. Sprichst du Englisch? Nee, aber mein Kumpel. Okay, gib mir eine Minute.
Schulden nehmen. Mach mal. How are you today, sir? Not the same person. Ja, erwischt. It's the same. Ich mein Manager geben, das holt er gleich noch rum, wenn er mitbekommt, dass ich ihm seine Zeit verschwende. Und ja, warum machst du denn? Soll das Handy sein? Ja. Warum du seine Zeitverschwendung machen? Mach ich ja nicht. Doch, du rufst bei mir an, das ist Zeitverschwendung, verstehst du? Nein, ich mag dich, du bringst mir ein Lächeln. Ich bringe dir Lächeln. Ja. Vielleicht sollte ich dir besser ein Buch bringen. Aus welcher Stadt? Ich wohne in Kalkutta. Kalkutta? Ja. In Allemachalle-Straße. Okay. Köln oder was? Nee, ich wohne im Elbental. Okay? Elbental? Ja. Hans Maulwurf 1946. Ja. @gmail.com. Ja. Was ist 1946? Das ist ein Jahr nach den Kriegen, right? Und? Mach die Musik aus. Nein, kann ich nicht. Meine Güte. Kann ich leider nicht. Aber ey, ich habe eine Idee. Warte, ich hol mal eben meinen Chef. Warte mal kurz. Zum Mistvögel, blöde. Zum Einschlafen langweilig.